Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls, der mittlerweile schon 10. Und wir sind im Schmiedeareal, im, ich glaube, Level 2.1 müsste das sein. Und jetzt schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. In der letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen was von dem Gebiet gesehen. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Den ersten Shortcut, ich weiß nicht, ob es ein Shortcut ist, den haben wir jedenfalls geöffnet mit dem Hebel dort unten. Und dann haben wir hier das Tor geöffnet. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Nehmen wir das Bildmachgerät an und dann geht's weiter. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Nur jetzt aber genug gesabbelt hier. Genau, den Loot von da drüben haben wir uns auch geholt. Da muss man über den Balken hier drüber gehen. Dann ging es ganz gut. Oh, nee, oder? Oh, ich mag keine Nebelwände. Oh, lass bitte kein Bosskampf sein. Nebel durchschreiten. Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein großes Tor. Okay, scheint kein Bosskampf zu sein. Ich hoffe mal. Und dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, warum ich meine Waffe nicht verzaubern kann. Was hat es damit auf sich? Brauche ich da noch irgendwas oder... irgendwas Zusätzliches? Ich weiß es nicht. Alter, was ist das? Alter, wo kommt die denn runtergehüpft? Schmelzsteinscherbe. Wir werden das bestimmt alles mal irgendwann brauchen. Hier ist es sicher, okay. Vor was? Oh mein Gott. Wir werden sterben. Ich will da nicht hochgehen. Da oben ist Loot. Einfach mal wegwubbeln. Gib nicht auf. Oh Gott. Ihr redet euch einfach. Sieht aus wie ein Mörder hier, irgendwie in den Minen von den Zwergen. Halbmondgras. Wäre aber geil, wenn ich hier... Oh, das sieht echt heftig aus. Sieht wirklich aus wie ein Mörder. Alter Schwede. Alter Schwede, sieht jetzt geil aus. Will ich hier rein? Das ist eine komische Echse an der Wand. Stirb! Ich will mal hinter mir schauen, nicht, dass sie noch... Weiß ja nicht. Okay, ich schaue noch welche. Weiß nicht, ob hier genau über mir noch was ist. Ich sollte immer auf den Kopf fallen. Kann ich die mit dem Schwert eigentlich auch machen? Das geht auch.
Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Da ist was, aber ich weiß nicht, ob das hochgekrochen kommt. Drachensteinscherbe. Elixier. Boah, heftig. Jetzt verreck dich mal da unten drin, ne? Aber jetzt, ne? Okay. Warum ist da hinten... Warum gibt es sowas zu looten? Ich kann doch hier gar nicht reingehen, oder? Oder ich brauche eine spezielle Rüstung dafür. Eine Feuerresistenz. Wir werden sehen, es kommt alles später wahrscheinlich im Spiel. Machen wir erstmal die Höhlenmenschen hier kaputt. Oh, schon wieder Nebel. Fahrt von Wert voraus. Das weiß ich nicht, ob das wirklich wert ist. Hartsteinscherben ohne Ende. Sichelmondgras, okay. Mal gucken, ob ich die von hier erwische. Resette da der Hund. Okay, haben wir sogar getroffen. Da ist er doch schon, unser Shorty. Ja, nice. Nice, nice, nice. Sparen wir uns richtig viel Weg. Bleh. Die komischen Geräusche hier. Gehen wir hier rein. Okay, wir sehen wieder mal gar nichts. Oh, ha, 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 ha. Dreh dich. Komm zu Papa.
Ist immer schön, wenn man hier überhaupt nicht hinsieht. Aber wie gesagt, die können wir so ganz gut machen. Schärfe. Oh. Okay, wird hier noch irgendwas? Blutrache. Freu dich auf Feind. Ach du Kacke. Wir haben schon mal einen Shortcut. Okay, scheint ein geheimer Weg zu sein. Haufen Echsen. Irgendwas passiert hier gleich. Hier liegt auf jeden Fall ein Haufen Loot rum. Das Sichelmondgras. Stahlschild. Okay, hier sind wir gekommen. Dann gehen wir doch mal hier runter. Rennen, okay. Riesenkeule. Seele. Seele. Ganz hier unten. Okay, die Wege sind jetzt nicht so weit.
Okay, dann hat man das auch mitgenommen. Bloß mal schauen, ob es hier vielleicht noch irgendwo eine Abkürzung gibt. Hinten ist auf jeden Fall was. Wenn jetzt langsam durchkämpfen durch das Gebiet, Riesengebiet eigentlich. Hier war die Abkürzung. Gut, Drachensteinscherbe. Überall hängen die Viecher hier rum. Irgendwas hier die ganze Zeit hier knurren. Irgendwelche Hunde oder so. Noch irgendwo. So, ich setze mir ein bisschen nach, wenn ich hier langsam durchgehe, aber das erste Level, da muss man halt echt schauen. Beim ersten Mal durchgehen. Okay, ich höre auf jeden Fall schon wieder Hunde. Normale Gegner. Okay, der hat uns gesehen. Na, lass den jetzt mal rankommen.
Haufen Materialien finden wir hier heftig. Okay, hier scheint ein... Und jetzt sind wir auch hier, genau. Jetzt können wir den ganzen Zeug nochmal gehen, aber jetzt ist die Lava normalerweise verkrustet dann mit dem Wasser. Okay, hier will sie noch nichts geändert haben. Genau, aber hier können wir jetzt runter. Energie verlieren wir hier keine, oder? Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Aber hier hinten geht es jetzt hoch. Ist ja eigentlich auch eine Art Shortcut, kann man sagen. Wir jetzt den anderen Weg normal nicht mehr gehen müssen. Ich hoffe mal, dass wir halt nicht groß was übersehen haben. Vorsicht, Fässer weiter vorne. Ach du Scheiße. Nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Wenn da mit Sicherheit ein Boss drin ist. Wir gehen einmal zurück, werde ich doch über 4000 Seelen, die will ich jetzt nicht verlieren.
Wir haben eine tolle Abkürzung. Hä? Wo sind wir gerade falsch? Mal schauen, wo die Abkürzung war. Ah, ich glaube, die war hier oben, oder? Ja, genau, hier war die Abkürzung. Das riskieren wir jetzt nicht, Leute. Ist mir zu gefährlich. Lieber gebe ich die Seele nochmal aus oder so. Ah, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind noch ein, zwei da runtergefahren. Okay. Dann reden wir mal mit ihm. Mal erstmal die Ausrüstung reparieren. Ich hab zu tun. Ich hab keine Zeit zum Plaudern. Das Schmieden verstärkt eine Waffe. Verändert ihren Charakter. Erze sind verwandelte Geister. Ihre Anwesenheit segnet die Waffe. Das war's. Okay, wir können jetzt eh gerade nicht leveln. Oh no. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay. Jetzt ist er nämlich unten. Nee, das ist der andere. Tausend Seelen. Kannst nicht mehr davon tragen, Mei. War eine Freude, mit euch zu handeln. Was hast du denn sonst noch? Oh, hallo. Okay,
Okay, dann ist es jetzt egal. Dann schauen wir jetzt kurz mal da rein. Okay, hier ist auch noch was. Machen wir jetzt gleich mal. Rheinsteinscherbe. Rheinsteinscherbe, okay. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht ist ja da doch kein Boss drin, aber wir werden sehen. Jetzt gerade schon wieder verlaufen, oder? Klar. Nein. Hier müssen wir runter. Okay, ich sag mal Boss Time in Demon's Souls, Leute. Okay, doch nicht. Schau dir rechts. Ich habe schon gedacht, Boss, weil jetzt so lange nichts gekommen ist. Aber ich glaube, lang kann es nicht mehr dauern, bis die erste Boss kommt. Ach du Scheiße, was ist das hier? Hier hängen überall die ganzen Leichen rum. Hoppala! Versuche es mit Speer. Gott, das sieht aus wie irgendwelche komische Fallen hier oder so. Oh mein Gott. Das Leveldesign ist schon cool. Okay, da vorne ist wieder irgendein Hebel oder ein Rad zum Drehen. Habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich so in den Hinterhalt reinrenne. Irgendwas stimmt hier nicht.
Da ist was. Das sind zwei Hebel. Griff drehen. Griff drehen, okay. Drehen wir mal. Aber warte mal, erst ist hier hinten noch was. Scheint unbeweglich zu sein. Ach du Scheiße. Okay, das ist mit Sicherheit ein Bossraum. Scheint unmöglich zu sein. Ach du Heilige. Die beste Option ist Weißaugenstein. Meide Feuer. Ach du Scheiße. Schauen wir mal, ob wir hier uns das Zeug noch ein bisschen looten können, bevor wir sterben gehen. Spinnensteinklumpen. Okay, Boss-Time in Demon's Souls, Leute. Also jetzt ist mit Sicherheit ein Boss. Wir gehen einfach mal rein. Panzerspinne. Ach du Scheiße. Nein, was ist denn das für ein Scheiß?
Trifft sich jedes Mal die Bitch. Eieiei. Der ist auch schon besiegt. Okay. Hätte mir jetzt... Ist eigentlich sehr gut gegangen, muss ich sagen. Schon auf jeden Fall noch mal hier... ein bisschen durch. Hier geht es ziemlich weit runter. Spinnensteinklumpen. Ach komm, wir gehen erstmal in den Steine dran, ne? Gut, damit würde ich sagen, machen wir aber auch jetzt Schluss an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, wenn ihr wieder einschaltet, alles gern gesehen. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.